Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und heute gibt es natürlich wieder ein Curvy Fashion Video für euch. Da ich unter meinem ersten Styling-Tipp-Video, was ich gemacht habe, nämlich für Kurvige, also für uns kurvigen Mädels da draußen, das verlinke ich euch sehr gerne auch nochmal hier oben, falls ihr das verpasst haben solltet. Zu diesem Video kam sehr, sehr, sehr viel Feedback von euch, was mich natürlich super freut. Und die häufigste Frage, die mir gestellt wurde in diesem Video, ist, welche Jeans ich da trage, welche Größe ich trage, wo man gute Jeans kaufen kann. Und dann dachte ich mir so, ist irgendwie eine Steilvorlage für ein neues Video. Und deswegen gibt es heute einen Curvy Jeans Guide für euch. Und ich habe mal 5 Modelle rausgepickt, die ich persönlich sehr gerne trage. Ich verrate euch natürlich, in welcher Größe ich sie trage, wo ich sie habe, ungefähr was sie kosten, sofern ich das noch herausfinden kann. Und natürlich auch vor allem, welche Must-Haves man eigentlich so in der Jeans-Garderobe haben sollte. Denn ich persönlich bin beispielsweise ein sehr, sehr großer Fan von Jeans, weil ich finde, das ist einfach so ein super universelles Kleidungsstück. Ihr könnt es ja einfach super lässig kombinieren, ihr könnt es schick kombinieren, es kann stylisch sein, es kann casual sein. Also ich finde, mit Jeans ist so ungefähr jeder Look einfach möglich und deswegen liebe ich einfach so die klassischen Jeans total gerne und besitze auch mehr Jeans als irgendwie Stoffhosen. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache. Ich weiß auch, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, auch als kurvige Frau eher so die richtigen Größen zu finden, das richtige Modell zu finden. Und deswegen dachte ich mir, dieses Video könnte auf jeden Fall der ein oder anderen von euch noch so ein paar Tipps mit an die Hand geben. Ich habe heute nur einen ganz klassischen schwarzen Body an. Das ist nicht unbedingt immer das, wie ich eine Jeans optimalerweise stylen würde. Aber ich möchte euch einfach wirklich die Jeans selber zeigen, die 5 Modelle, die ich tragen werde, dass ihr genau sehen könnt, wie sie sitzen. Zum Beispiel halt auch, wie hoch sie geschnitten sind oder wie eng sie sitzen und so weiter. Das heißt, der Look drumherum sollte euch jetzt nicht zu groß ablenken und deswegen ist es so ganz locker lässig. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt sofort in meinen Jeans Guide mit der ersten Jeans, die ich auch jetzt gerade schon während diesem Intro trage und was auch eine absolute, ja, Lieblingsjeans einfach von mir ist. Wie ihr hier sehen könnt, ist das diese Perlenjeans, also das heißt einfach eine normale Blue Jeans, bestickt mit Perlen. Die ist seit dem letzten Jahr einfach mega in gewesen, dieses Modell von Jeans, also generell halt mit Perlen, mit Prints, also auch zum Beispiel florale Stickereien oder ja sonst irgendwelche Muster drauf mit Nieten, mit Perlen etc. und so weiter. Ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Und ich persönlich finde ja, wenn mir ein Trend extrem gut gefällt, habe ich auch gar kein Problem damit, diesen Trend weiterzutragen. Also bisher habe ich jetzt noch nicht so oft wieder Jeans mit Perlenstickerei gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist so ein universeller Klassiker, das kann man einfach auch weitertragen. Also warum nicht? Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, irgendwas ist nicht mehr so in Mode. Nicht jeder trägt es auf Instagram, da kann ich es direkt wegschmeißen. Also das ist mir immer ziemlich egal. Ich trage grundsätzlich das, was mir gefällt und dazu gehört auf jeden Fall diese Jeans. Ich mag auch, dass sie halt vor allem natürlich hochgeschnitten ist. Also gerade auch, wenn ihr so wie ich beispielsweise halt einen etwas kräftigeren Bauch habt, ne? So, also Problemzone Bauch, dann lohnt sich auf jeden Fall eine sehr hochgeschnittene Jeans, eine richtige High-Waist, das heißt, dass sie auch wirklich bis ja an den Bauchnabel oder über den Bauchnabel drüber geht. Das formt das Ganze, dann hält den Speck schön zusammen und gibt dem Ganzen halt ein bisschen Form. Und es ist halt ganz klar, dass wenn es einfach wirklich über den Bauch drüber geht, dann habt ihr nicht so wie bei mir zum Beispiel, dann hängt nicht so dann quillt so dieser Speck nicht so da drüber, so über den Hosenbund raus. Also das sieht halt einfach nur dann schon fürchterlich aus. Vor allem, wenn ihr auch ein etwas, ja, figurbetonteres Oberteil anziehen möchtet, kann ich euch absolut nicht empfehlen. Zieht immer eine High-Waist-Jeans darunter, damit das Ganze auch einfach halt so ein bisschen zusammengequetscht wird. Also manche Jeans, je nachdem wie eng ihr sie wählt, haben sie auch auf jeden Fall so einen kleinen Shaping-Effekt. Aber natürlich solltet ihr gucken, dass ihr noch Luft bekommt, bitte. Ne? Also wir wollen jetzt nicht, dass ihr erstickt hier, nur weil ihr eine Jeans tragt. Da gilt wirklich, die darf nicht zu weit sitzen und euch nicht runterrutschen, weil sonst sieht das Ganze einfach nicht mehr schön aus. Gerade auch am Hintern, den dürft ihr auch gerne zeigen. Ja, müsst ihr nicht verstecken. Jeder Mensch hat einen Hintern, den darf man auch gerne sehen. Wie schon gesagt, diese Jeans ist von Shein. Ich trage die jetzt in der Größe 3XL. Bei Shein, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos schon auch etwas länger guckt, könnt ihr immer in den Größenangaben, wenn ihr da drüber geht mit der Maus, seht ihr die exakten
Zentimeterangaben, also das heißt wirklich auch Hüftumfang, Taillenumfang, Beinlänge beispielsweise bei der Jeans, und das kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Tendenziell müsst ihr halt ausprobieren, ob ihr eher ein bisschen größer oder eher ein bisschen kleiner nehmen wollt, je nachdem, wenn ihr dann halt zwischen zwei Größen liegt. In der Regel nehme ich ein bisschen kleiner, weil die Sachen tatsächlich auch relativ groß ausfallen, und das ist auch bei dieser Jeans der Fall. Wenn es dann halt eine Stretch-Jeans ist, ihr werdet auf jeden Fall reinpassen, wenn da irgendwo ein Zentimeter fehlt, also macht euch da keinen Stress. Und wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, lieber einen kleinen Ticken enger, natürlich bitte nicht Presswurst, aber lieber einen kleinen Ticken enger, als wenn das so rumschlabbert, das ist nicht so cool. Jeansmodell Nummer 2 ist von In The Style Curve, und ich trage diese, naja, etwas locker sitzende Skinny Jeans mit so ein bisschen Destroyed Look und auch mit diesem, ja, lustigen Tupfenmuster drauf, trage ich in einer Größe 18. Das entspricht einer europäischen Größe 46. Das ist auch ein Modell, was mir alleine schon wegen, ja, dem Muster so ein bisschen gut gefällt, auf jeden Fall, und auch wegen diesem Destroyed. Also ich bin persönlich tatsächlich ein Fan davon. Mein Freund findet das, by the way, ganz schrecklich und würde sich niemals kaputte Hosen kaufen, wie er das immer sagt. Aber gut, das ist auch natürlich Geschmackssache. Ich mag sowas persönlich ganz gerne. Ja, ich mag halt diese Jeans auch besonders, weil sie einfach sehr hell ist. Und das ist auch eine Jeans, die euch in meinem Layering-Outfit-Video aufgefallen ist. Und da kamen auch sehr viele Fragen, woher denn diese Jeans ist. Denn gerade auch, finde ich, wenn man die halt mit Weiß kombiniert, mit hellen Farben, das sieht einfach mega klasse aus. Also dann seht ihr nicht immer so, dann ist es nicht alles immer so dunkel. Also Jeans muss auch nicht immer so dunkelblau sein oder fast schwarz oder gräulich. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mit den verschiedenen Jeans-Blau-Farben im Prinzip halt so ein bisschen spielen und gucken, dass ihr alles im Kleiderschrank habt. By the way, ich habe noch keine weiße Jeans in meinem Kleiderschrank. Die waren auf jeden Fall diesen Sommer wieder super im Trend. Ich habe keine gefunden. Also falls ihr einen Tipp für eine sehr gute weiße Jeans in Größe 46 ungefähr habt, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Seht ihr, ich muss auch noch was lernen von euch. Ist das wirklich eine Jeans, die sitzt super locker? Ich hätte sie bestimmt auch noch eine Nummer kleiner holen können, weil der Stretch-Anteil wirklich sehr, sehr hoch ist. Also die sitzt schon ein bisschen lockerer bei mir. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Auch eine ganz angenehme, super bequem sitzende Jeans macht sicherlich sich immer gut im Kleiderschrank. Also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es muss nicht immer so sein, dass ihr halb erstickt und das Gefühl habt, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr, und wenn ich noch einen Pudding jetzt esse, dann platzt mir der Reißverschluss auf. Das muss ja auch nicht sein, und deswegen kann das auch schon mal ein bisschen lockerer sein, aber es muss immer noch auf jeden Fall ja, gut an der Figur einfach sitzen, und ich finde, das tut diese Jeans, und deswegen mag ich sie auch so besonders gerne. Und es ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten und eine Empfehlung, bei In The Style Curve vorbeizuschauen. Die nächste Jeans ist auch einer meiner absoluten Lieblingsteile. Also sobald es wärmer wird und sobald ich offene Schuhe tragen kann, dann greife ich wirklich zu dieser, ja, Dreiviertel-Jeans. Das ist auch eine Länge, finde ich persönlich, die man im Kleiderschrank haben sollte. Natürlich müsst ihr beim Modell, gerade wenn ihr halt so wie ich ein bisschen mehr offene Rippen habt, ein bisschen kleiner seid, also ich bin, by the way, nur 1,64 Meter, was jetzt auch nicht super Modelmaße sind. Da müsst ihr natürlich ein bisschen darauf achten, wie ihr das Ganze kombiniert, damit ihr nicht so sehr klein und gestaucht aussieht. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr bei diesen Dreiviertel-Jeans. Aber wenn ihr zum Beispiel halt was schön Längeres, ein gelayertes Outfit drüber anzieht und auch einen leicht hohen Schuh, dann funktioniert das auf jeden Fall mega gut. Und natürlich, was ich hier besonders gerne dran mag, ist einfach Thema Franse unten halt am Absatz, also am Ende der Jeans. Das gefällt mir persönlich mega gut. Ich finde, dieser Trend ist auch ja schon Jahre da und ist auch immer noch tragbar, finde ich persönlich. Also sowieso beim Thema Jeans, ey, ganz ehrlich, macht da, was ihr wollt. Also auch alles ist erlaubt, worauf ihr Lust habt, weil ihr könnt es ja immer wieder noch mit anderen trendigen Teilen kombinieren und dann seid ihr sowieso wieder super im Trend und dann achtet auch keiner auf die Jeans. Dieses Modell ist halt auch sowieso, ich finde, die sitzt gut, die Farbe ist genial, dann halt dieses Fransendetail. Also das ist wirklich eines der Modelle, das ich sehr, sehr, sehr oft trage und sehr gerne trage. Ist auch vielseitig einsetzbar. Und diese Jeans ist von New Look Petit tatsächlich. Ja, man glaubt es kaum, aus der Petit-Kollektion. Und ich trage die in der Größe 44 und die habe ich über ASOS mal bestellt. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Falls ja, habe ich sie euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten habe ich euch auch bestimmt ein alternatives Modell verlinkt. Die ist halt schon ein bisschen älter. Aber generell ist so eine Dreiviertel-Jeans, finde ich persönlich, ein absolut
absolutes Must-Have in der Garderobe. So ein Modell kann ich euch da auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir nun zu Jeansmodell Nummer 4 und zu auch wirklich, ich sag die ganze Zeit Lieblingsjeans, aber es sind alles meine Lieblingsjeans, deswegen zeige ich sie euch ja heute. Also das sind wirklich so meine Top 5 Modelle, die ich in meinem Jeans-Hosenschrank auf jeden Fall hängen habe. Und das ist die Skinny Jeans hier von Topshop. Die heißt Jamie, weil Topshop hat ja irgendwie für jede Jeans einen eigenen Namen. Und das ist halt das Modell Jamie. Und auch zu dieser Jeans kamen unfassbar viele Rückfragen von euch. Ich habe nochmal gesucht und hoffe, dass ich sie auch gefunden habe. Wenn ja, ist sie unten verlinkt. Das war wirklich so ein Ausprobieren-Glückstreffer. Also ich war vor anderthalb Jahren ungefähr in Berlin und da gibt es ja auch einen eigenen Topshop am Alexanderplatz und dann habe ich da halt geguckt, dachte so, ach, eine neue Skinny Jeans. Nee, gar nicht wahr, ich war im KDW. Die ist aus dem KDW, richtig. Also, nochmal Story von vorne. Ich war im KDW, ich war bei Topshop und dachte, cool, eine neue Skinny Jeans wäre was. Und dann habe ich mich ein bisschen durchprobiert und dachte so, ja, mal schauen, ob du da überhaupt reinpasst, weil Topshop ist jetzt nicht gerade die Marke, die bekannt ist für Curvy-Kollektionen oder so. Also es ist eigentlich eine ganz normale Marke. Natürlich, wenn ihr jetzt Kleidergröße 48, 50 aufwärts tragt, werdet ihr höchstwahrscheinlich bei Topshop nicht mehr fündig werden. Aber wenn ihr so wie ich so ein bisschen so dazwischen hängt, bei einer Größe 42 bis 46, dann könnt ihr auf jeden Fall Glück haben, je nachdem, wie das Modell geschnitten ist. Und mir passt diese Jeans halt wirklich sehr gut. Und ich liebe diese Skinny Jeans einfach. Also die ist schön hochgeschnitten. Das Bein sitzt hervorragend bei mir. Und dann halt mit diesem, ja, Destroyed-Detail halt an den Knien. Gefällt mir persönlich hervorragend. Ist genau mein Geschmack. Das Jeansblau gefällt mir gut. Und das ist auch wirklich so ein universelles Teil. Also das sieht auch vor allem richtig cool aus mit schönen hohen Schuhen. Sieht aber auch geil aus mit Sneakern. Also muss ich noch irgendwas sagen, außer dass ich diese Jeans liebe? Nein, ich glaube nicht. Das habe ich schon betont. Und deswegen kommen wir sofort zum Modell Nummer 5. Die Größe habe ich noch vergessen. Die verrate ich euch selbstverständlich. Ich trage die Jamie in 34-34. Und das fünfte und letzte Modell, was ich persönlich finde, auch ein absoluter Klassiker in jedem gut sortierten Jeansschrank sein sollte, ist natürlich eine ganz klassische schwarze Jeans. Davon bin ich ein absoluter Fan. Natürlich kann man auch auf schwarze Stoffhosen zurückgreifen, aber ich mag auch einfach diesen Jeansstoff, weil der so ein bisschen dicker ist, ein bisschen wärmer. Auch gerade für den Herbst-Winter finde ich das einfach wesentlich besser. Und da kann ich euch auch auf jeden Fall Forever 21 Plus empfehlen. Die haben ja eine eigene Plus-Size-Kollektion. Und das ist so ein ganz klassisches schwarzes Modell. Ich trage die in der Größe 18 bzw. 46 im europäischen Maße. Es ist wirklich eine ganz, ganz klassische schwarze Skinny Jeans ohne groß Muster, Destroyed oder sonst irgendwas. Also auch so ein Klassiker, so eine ganz schlichte dunkelblaue Jeans sollte man im Kleiderschrank haben. Besitze ich tatsächlich aktuell gar nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Also kann ich euch aber trotzdem empfehlen, gerade wenn ihr auch halt, sag ich mal, normal klassisch einem Bürojob nachgeht. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als eine dunkelblaue Jeans, ein schönes Oberteil in einem edlen Stoff und ein Blazer drüber. Dann seid ihr einfach immer perfekt angezogen, ist so meine Meinung. Ah, by the way, würde euch vielleicht auch mal so Business-Outfits interessieren? Also so Business-Looks für Kurvige? Also falls ja, lasst mich das doch einfach sehr gerne wissen. Ihr könnt mir ja auch verraten, wo ihr arbeitet, ob ihr das überhaupt bräuchtet, sage ich mal. Weil wenn hier irgendwie keine Büroleute zugucken, dann können wir uns das verschenken, wenn ihr alle Krankenschwestern seid beispielsweise. Aber gut, wir schweifen nicht vom Thema ab. Ja, die klassische schwarze Jeans, genauso wie eine weiße Jeans, die ich halt noch nicht gefunden habe, kann, glaube ich, nicht schaden, dass man sie im Kleiderschrank hat. Und dieses Modell ist wirklich sehr bequem, ist natürlich auch guter Stretch-Anteil, sitzt super. Also ich bin mega zufrieden mit dem Modell und Forever 21 Plus hat auch, finde ich persönlich, sehr angenehme Preise. Und ja, von daher, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die klassische schwarze Jeans. Mir gefällt sie auf jeden Fall. Das war mein Curvy Jeans Guide und ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche interessanten Themen zum Thema Curvy Fashion habt, die ihr ganz gerne von mir einfach hören möchtet, dann lasst mich das sehr, sehr, sehr gerne wissen. Ich habe jetzt mal mit dem Thema Jeans angefangen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch noch für weitere Kleidungsstücke so weitermachen können. Also so ein bisschen so, was sind denn so die Klassiker, die man in der Garderobe einfach haben sollte und wofür findet man sie. Also falls es für euch ein Thema ist, dann freue ich mich natürlich über euer Feedback dazu. Dann verlieren wir jetzt nicht mehr viele Worte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit dem nächsten Beauty-Thema. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!
is a party time. Wanna move my feet.